Hallo und willkommen. Ich bin Jan und hier sind wir bei Jans Technik Channel. In meinem letzten Video habe ich euch noch gezeigt, wie ihr die Impfzertifikate aus dem QR-Code in eure Corona-Warn-App oder die Covpass-App importiert und somit euer Impfausweis nicht mehr mitschleppen braucht. Jetzt kann es sein, dass ihr eure letzte Impfspritze erhalten habt, ihr jetzt aber noch 14 Tage warten müsst, da laut Gesetzgeber erst dann der volle Impfschutz besteht. Heute gab es in den Medien ein paar Berichte, dass die Corona-Warn-App recht einfach zu umgehen ist und diese Wartezeit auf 0 Tage verkürzt werden kann. Ich habe dies getestet und es geht in der Tat. Das Ganze soll euch natürlich nicht dazu bringen, eine Straftat zu begehen. Allerdings gehen wir auf die technische Unausgereiftheit der App ein und zeige somit nur, warum das Ganze möglich ist. Nutzen dürft ihr dies natürlich nicht. Also, los geht's! Wir gehen als erstes in die Corona-Warn-App. Ihr seht, bei mir steht noch, dass ich 4 Tage brauche, bis mich meine Impfung vollumfänglich schützt. Somit kann ich die App erst in 4 Tagen nutzen. Die App jetzt allerdings, zumindest in der Version 2.3.3, ist so programmiert, dass diese die interne Uhr abgreift und euer Impfdatum gegenrechnet. Gehen wir jetzt allerdings mal in die iPhone-Einstellungen und stellen die Uhrzeit von automatisch einstellen auf manuell und geben einfach ein Datum in der Zukunft ein, schließe alle Apps und öffne die Corona-Warn-App nochmals, kommt als erstes die Meldung, dass die Uhrzeit des Smartphones nicht mit der Uhrzeit im Internet übereinstimmt. Klicken wir diese Meldung weg, seht ihr, dass die Meldung, dass euer Impfschutz noch nicht korrekt aufgebaut ist, verschwunden ist. Der QR-Code kann ganz normal aufgerufen werden. Ich schließe die App jetzt nochmals und stelle den Flugmodus ein. Ich öffne die App und die App kann nun nicht mehr die lokale Uhrzeit mit der im Internet vergleichen und die Fehlermeldung kommt auch nicht mehr. Der Barcode kann aber immer noch angezeigt werden. Das gleiche gilt auch für die Covpass-App. Wenn ihr diese öffnet, steht auch hier der vollständige Impfschutz bereit. So, hier bin ich dann mal wieder zurück. Ihr seht, die Apps lassen sich sehr schnell umgehen und die Zeit bis zur vollständigen Impfung kann schnell vorgespult werden. Jetzt kommt aber das Aber. Sobald der Prüfer wie der Restaurantbesitzer oder der Kinobetreiber oder andere den Barcode mit ihrer Prüf-App abscannen, wird dann sofort ersichtlich, dass die App nicht stimmt. Das Zertifikat, was im Internet verfügbar ist und mit dem QR-Code entsprechend verheiratet ist, ist fälschungssicher und die fingierte App fliegt schnell auf. Es wird also nur bei Prüfern funktionieren, die nur auf die App schauen und den Code nicht abscannen. Aber wie gesagt, das Ganze ist nicht erlaubt und ihr dürft natürlich nicht an eurem Impfzertifikat herumspielen. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie diese App dann doch zumindest lokal auf dem Smartphone überlistet werden kann, technischer Natur. So, das war's auch schon. Lasst mir ein Like hier oder abonniert am besten gleich meinen ganzen Kanal. Ciao, tschüss, Jan von Jans Technik Channel.